Hallo, zum ersten Mal in diesem neuen Jahr 2015 melde ich mich wieder aus Straßburg. Die Sitzungswoche ist noch nicht ganz zu Ende, aber sie war wieder randvoll mit den verschiedensten wichtigen Themen. Der Investitionsplan des Kommissionspräsidenten Juncker hat eine wichtige Rolle gespielt. Die Kommission hat Vorschläge publiziert, wie sie sich vorstellt, dass nun dieser Plan organisiert werden soll. Das muss noch, damit es in Kraft treten kann, vom Parlament und vom Europäischen Rat gemeinsam in Gesetzeskraft gegossen werden. Da habe ich nach wie vor das große Problem, dass die Mitgliedsländer nicht so mitziehen, wie sie müssten, damit aus diesem Plan ein Erfolg wird. Insbesondere sind die meisten Projekte, die bis jetzt auf den Tisch gelegt worden sind, also zum Beispiel 80 Milliarden Forderungen für Nuklearinvestitionen. Also die meisten Projekte sind einfach, um es scharf zu sagen, Schrott. Und man muss, wenn man eine europäische Investitionspolitik machen will, die wirklich nach vorne weist, auf andere Prioritäten setzen. Darum wird der Kampf weitergehen. Dann hat in dieser Woche eine Rolle gespielt, dass es uns gelungen ist, als Grüne mehr als 25% der Mitglieder des Europäischen Parlaments davon zu überzeugen, dass wir einen Untersuchungsausschuss brauchen, und zwar einen Untersuchungsausschuss, der die privilegierten Steuerdeals für große Konzerne unter die Lupe nimmt, die in Luxemburg in der Vergangenheit lange praktiziert worden sind, aber auch in anderen Ländern. Da hatten vor allem die großen Fraktionen, die Sozialisten und die Volkspartei, heftig versucht, das zu verhindern, aber es ist uns gelungen, diese Minderheit von 25% zu überschreiten. Und jetzt glaube ich, wir werden diesen Untersuchungsausschuss kriegen, da freuen wir uns. Aber das allerwichtigste Thema, das hier dominant war, das war das Thema Je suis Charlie. Also da ging es eben auch um die Frage, was heißen diese Attentate von Paris und die Reaktion darauf, was heißt das für Europa? Und dass uns das alle angeht, das war klar schon am Sonntag bei der großen Demonstration in Paris, als ja sehr schön und sehr deutlich auch ein sichtbares Zeichen europäischer Solidarität gesetzt wurde. Ein Tweet hat am Sonntag gesagt, die Attentäter wollten Frankreich auf die Knie zwingen, aber sie haben Europa dazu gebracht, aufzustehen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich war schwer beeindruckt am Sonntag bei der Demonstration in Paris. Dieser republikanische Stolz, mit dem die Französinnen und Franzosen für unsere gemeinsamen Werte eintreten, das war was ganz Besonderes. Das haben alle gesagt, die es miterlebt haben. Aber wie kann man diesen Geist nun auch übersetzen in gemeinsame europäische Politik? Denn klar ist ja, diese Attentate haben wieder mal gezeigt, der Zusammenhalt und der Frieden unserer Gesellschaften ist gefährdet. Wir können das nicht mehr jeweils nur national alleine beantworten, diese Herausforderungen. Und insbesondere auch gibt es nicht mehr die scharfe Trennung zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Wir können im Inneren den Frieden nicht sichern, wenn wir nicht auch außenpolitisch dazu beitragen, dass in unserer Nachbarschaft Frieden, Gerechtigkeit und Zusammenhalt möglich werden und weltweit. Und insofern war es konsequent, dass in der außenpolitischen Debatte diese Woche genau dieses Thema eine entscheidende Rolle spielte. Frau Mogherini, die, ich sage mal, europäische Außenministerin, hat das, glaube ich, gut verstanden. Ich konnte auch kurz reden in der Debatte und mein Thema war genau dieses. Wir müssen, wenn wir wollen, dass sich Europa den alten Titel einer Friedensmacht wieder verdient. Sie hat sogar von einer Supermacht von Frieden, für Frieden gesprochen. Dann müssen wir unsere Politik systematisch darauf ausrichten. Das heißt nicht nur für europäische Interessen, sondern gerade auch für die Fokussierung auf europäische Werte gemeinsam eintreten. Nun sind ja die Mittel der europäischen Außenpolitik nicht in erster Linie militärische, sondern es sind in erster Linie zivile. Es sind die vielfältigen Instrumente, mit denen wir Menschenrechte und Demokratie und Stabilität und Frieden sichern wollen.
Und diese Verpflichtung nehme ich mit und ich war ermutigt von der Diskussion an diesem Punkt hier, aber natürlich noch mehr ermutigt von dem, was in Paris und in ganz Frankreich da an Entschlossenheit und Willen, eine solche Orientierung zu fördern, in der letzten Woche zum Ausdruck gekommen ist. Deswegen ist für mich diese erste Woche in Straßburg trotz der schrecklichen Ereignisse auch eine Woche mit Ermutigung und Optimismus. Bis zum Februar also.